wir sind am Stand der UP-Agentur. An ihrem Stand sehen wir zum Beispiel den großen Trend zurück zur Handarbeit. Das stimmt, der ist hier gegeben und zwar als erstes gesetzt von der natürlich Weltdesignerin Patricia Occhiola. Das sieht man an diesen Teppichen, die wir hier haben. Das ist die Firma Gann, die Mutterfirma ist Gann Diablasco. Die sind tatsächlich mit riesigen Holznadeln gestrickt. Die Farben, das sind reine Naturfarben, die changieren können. Manchmal nicht ganz einfach zu verstehen, dass diese Produkte einzigartig sind und nicht wie in einer Industrieserie permanent gleich sind. Das ist natürlich immer eine kleine Gefahr. Das sieht man zum Beispiel auch bei so einem Tisch, während das Finish bei diesem Tisch reine Handarbeit ist. Also, wir verkaufen hier vom Prinzip ein Picasso. Den können Sie sich an die Wand hängen, das wäre das Gleiche. Oder ein modernes Erbstück. So sieht es aus, weil er ist unverwüstlich und wird sicherlich 7 bis 8 Mal vererbt. Das heißt, die Nachhaltigkeit, die setzen wir sowieso voraus. Und das kommt dann natürlich, die Handarbeit gibt ihm den letzten Schliff letztlich. Und ein wohliges Gefühl, mit solchen Materialien zu arbeiten. Und ich denke, der Erfolg gibt uns recht, weil wir kaum nachkommen. Patricia Occhiola hat diesen schönen Teppich kreiert. Er heißt Mangas und Mangas heißt nichts anderes wie Ärmel. Deswegen haben die diese Formen und Mangas wiederum, weil es diese Art noch gar nie gab. Es ist ja letztlich eine Patchwork-Arbeit zusammengesetzter unterschiedlicher Teile, die das Ganze dann wiederum wie ein Bild erscheinen lassen und deswegen hängt es auch hier bei uns an der Wand. Ansonsten sind die genauso robust im täglichen Leben und sind warm und schön. Hinter Ihnen sehen wir ein Produkt, das aus recyceltem Material hergestellt wurde. Was ist das denn genau? Das ist richtig. Wir sind, also die Firma Januar, natürlich als erstes Mal sind wir Massivholzhersteller und immer auf der Suche nach natürlich einem weiteren Material, das kompatibel mit unserem Massivholz ist und auch glaubwürdig ist. So, dann haben wir die Ansätze vor 6 Jahren ungefähr gemacht mit dem Material HPL. HPL ist High Pressure Laminat, kommt letztlich aus dem Fassadenbau, ist unglaublich robust, outdoor-tauglich, alles Mögliche. Und das wirklich Tolle daran ist, wenn man das sieht, diesen schwarzen Kern, der dort also immer sichtbar ist, ist letztlich nichts anderes als Altpapier, recyceltes Altpapier. Man muss sich das so vorstellen, 500 Lagen Altpapier, die werden zusammengepresst, mit Phenylharz versehen und ergeben beinahe schon eine Aussteifung wie ein Stahl. Das ermöglicht uns, das als Basis für Tische herzunehmen, Regale und das Ganze sogar auch im Outdoor-Produkt einzusetzen. Ja? Und wenn man das jetzt sieht, wie wir damit umgehen können, 10 verschiedene Hölzer in unterschiedlichen Farben, dann 20 verschiedene Farben, ergibt das doch eine, ich sag mal, kein langweiliges Produkt, sondern ein eher sehr modernes und auch farbenfrohes Produkt. Und das ist einfach das, was wir gesucht haben. Es wird hauptsächlich verwendet im Fassadenbau, Küchen werden daraus gebaut und wir versehen das Ganze natürlich als Oberflächen, als Gestelle und natürlich als Regale. Es ist immer zeitlos und wahnsinnig robust. Und die Abdeckung, das ist ein Laminat, was man kennt, das ist natürlich von Haus aus mal im Schreibtischbereich oder sonst wie, wird es eingesetzt. Allein durch diese Darstellung ergibt sich sowieso ein Unikat aus dem Massivholzbereich, weil das ist ja nie wieder, oder man kann es nie zweimal fertigen, es ist wie es ist. Es ist immer ein, ich hatte es anfangs schon gesagt, wie ein Picasso. Das Ganze wird aufgewertet oder lebhaft gemacht durch diese Farben, die man willkürlich natürlich reinsetzen kann und dem Ganzen den absolut letzten Kick verschaffen. Und das haben wir auch, diesen Tisch, den haben wir erfunden. Das hat es vorher noch nie gegeben.